unglaublich. Sehe ich auch so. Kinderthron. Er lebte hier. Der Sohn der Glutasche? Den Sohn der Glutasche gibt es nicht. Ich erzählte doch vom Orden. Dieser Ort gehört Ihnen. Und das Kind auf den Gemälden ist der Träger der Prima Macula. Die Prima Macula wird ja immer besser. Die Alchemisten nennen sie das erste Übel. Hugo trug sie bereits als Baby in sich. Und sie wächst nun in ihm. Das wäre die deutsche Übersetzung. Und tötet ihn. Darum geht es an diesem Ort. Die Ankunft des Trägers, der Makula. Der Orden versammelt sich um ihn, studiert ihn. Sie versuchen, die Lösung zu finden. Und die Ratten... Lass mich raten. Krieg, Tod, Krankheit... Und Hunger. Exakt. Nicht nur das. Die Ratten sind... Egal, sie liegen alle falsch. Es gibt keinen Sohn der Glutasche. Keiner kommt und rettet die Welt. Sie erfanden dies nur und fütterten damit die Hoffnungen. Hört sich für mich nach einer verrückten Fantasie an. Ein Teil davon ist wahr. Der Teil, der ihn retten wird. Das war gut, oder? Der einzige, der für mich zählt. Basil und Elia. Nichts ist anders. Das Wasser ist nicht magisch. Das Wasser. Oh, aus dem heilenden Teich, in deinem Traum. Es ist ein Symbol, wie Mutters Alchemiezeichnungen. Stehendes Wasser ist selten magisch. Hey, komm her. Das ist sein Thron. Und ich glaube, das ist sein Name. Basil? Er war ein Träger, so wie du. Du bist nicht der Einzige. Deshalb träumtest du von all dem hier. Etwas rief dich her, aus gutem Grund. Ich meine, sieh dich doch mal um. Wenn es eine Heilung gibt, dann hier. Und wer ist Elia? Sieht so aus... Als ginge es noch weiter, hier hinten. Suchen wir weiter. Es klingt fast so. Kommt, es warten sicher außergewöhnliche die, Dinge auf uns. Wiederholt sich die Geschichte. Ist jetzt alles schon mal gegeben? Was ist das alles? Ich glaube, sind wir die Gersten, die hier reinkommen? Oh, eine Höhle! Stimmt. Sieht unberührt aus. Vielleicht zu heilig für sie? Das sieht mir... Sieht fast wie... Hey, weißt du, wessen Zimmer das ist? Das ist Basilius' Zimmer. Stell dir das mal vor. Er hat hier gelebt, hier gespielt, gesessen, wo du gerade sitzt. Ist das nicht unglaublich? Ja. Und er hat Höhlen geliebt, wie du. Du liebst Höhlen? Ich auch. Er hatte einen Phönix. Ja, vielleicht hatte er auch den gleichen Traum. Was hat er uns noch hinterlassen? Bett. Das war sein Bett. Wie schön. Basilius wurde ja wie ein König behandelt. Vielleicht war er einer. König Basilius. Kann ich die Tür zumachen? Natürlich nicht. Guck mal, so ein hübsches Pferd. Genau deine Größe. Er war wohl so alt wie du. Ja. Sieh an,
Das sind Leute. Wichtige Leute? Propheten? Gibt's im Orden Propheten? Die sind böse. Ich glaube, er hat sie mit dem Ball hier abgeschossen. Kann sein. Jungs halt. Ich mag das Spiel auch. Kommt, es geht noch weiter. Wow. Das Zimmer eines Kriegers. Nicht irgendein Krieger. Seht euch die Form der Rüstung an. Was ist damit? Sie gehört einer Frau. Oh, Elia. Das ist ihr Zimmer, natürlich. Sie war seine Beschützerin. Beschützerin? Die Leibwache des Trägers. So wie ich für Hugo. Sie schien stark. Du musst nochmal die Türen offen lassen. Da kommt doch. Spielzeuge. Er war hier, um mit ihr zu spielen. Und sie hat mitgemacht. Sie war eine vorzügliche Ritterin. Ich hätte sie gern kennengelernt. Sektentypen. Schwerter und Speere. Wow, seht euch mal die Axt an. Ob die jemals benutzt wurden? Eher nicht. Der Träger sollte hier von der Welt abgeschirmt werden. Kostbare kleine Wesen. Seht mal, Wachstafeln. Da ist was eingeritzt. Er hat sie gezeichnet. Und hier, ein Bild von den beiden. Er hat sie geliebt. Sie haben wohl viel Zeit zusammen verbracht. Ja, genau wie wir. Das ist so seltsam. Ja, sehen wir uns weiter um. Um Details zu sehen. Das ist verrückt. Kommt mir vor, als würde ich sie kennen. Als wäre Basil mein Freund. Ich weiß, was du meinst. Oh, sieh mal. Ha, dieser Vogel wieder. Diese Form, das ist das Ordenssymbol. Der Phönix ist der Orden. So einfach. Tut mir leid. Aber nein. Darum ist es auf ihren Gemälden über dem Sohn abgebildet. Sie dachten, sie wären etwas Besseres als er. Er war ihnen egal. Das ändert nicht, warum wir hier sind. Bringen wir das erst zu Ende, ja? Tja. Also wäre es mit der Mutter mitgehen und dem Orden voll doch die richtige Sache gewesen. Das wäre ja halb so spannend gewesen. Und auf wie. Worauf läuft das jetzt hinaus? Ich fass es nicht. Was ist das jetzt? Ein Alchemielabor. Können wir wieder gehen? Aber das scheint doch genau das zu sein, was du suchst, oder? Ja, aber. Nein, du hast recht. Such nach allem, was zu einem Elixier oder Trank führen könnte. Bücher, Zeichnungen oder Rohmaterialien. Bin dabei. Was haben sie in diesen Dingern gemacht? Gott, finde endlich was, bitte. Das ist alles Jahrhunderte alt. Was habe ich erwartet? Dieser... Oh, ich weiß nicht einmal, wozu der gut ist. Komm, hier muss doch was sein. Da ist nicht viel... Ein Phönix. Such nach einem Phönix. Jetzt bräuchten wir den Alchemisten. Lea. Nein. Was zur Hölle? Hey. Leiser. Wir finden schon was. Oh, so ein Mist. Lukas wüsste es. Bestimmt. Hugo, das ist alles so nutzlos. Bitte, ich brauche irgendwas. Ich glaube, der Kleine braucht dich, Amicia. Ja. Ein Atanor. Nein, was da auch gekocht wurde, ist längst weg. Dieser Ort ist verrückt. Hey, stimmt was nicht? Sie haben ihm sicher wehgetan. Hey, ich weiß, dass du dir das anders vorgestellt hast, aber... Nichts ändert sich, Amicia. Aber Elia ließ nicht zu, dass sie ihm wehtun, oder? Du hast Bordon... Nein, ich wollte ihn aufhalten, aber... Ich weiß, du hast es versucht. Tut mir leid. Hey,
Kommt her, ihr beiden. Sophia? Wo bist du? Oben. Wie bist du da hingekommen? Hinter den Vorhängen. Ja, wie? Und da geht's noch eine Tür, da geht's noch weiter. Na los, Hugo. Was ist das? Keine Tür. Ist das eine Art Beobachtungsraum? Was hast du gefunden? Die Bibliothek der Alchemisten. Offenbar haben sie das Kind von hier aus beobachtet. Wie in einem Käfig. Wir sind genau über dem Labortisch. Das ist falsch. Stell dir die Mistkerle vor, wie die ihn anstarren. Wir müssen wissen, was sie erfahren haben. Hab vielleicht eine Spur. Wird ein Elixier erwähnt? Nein, aber sie haben Dinge notiert. Was ist das? Deine Alchemisten notierten alles, was dem Träger zustieß. Geordnet nach Datum. Der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 541. 541? Was steht da? Seit dem Kloster hatte ich keinen Latein mehr, aber sie erwähnen Basilius. Und, Aelia Dragas, seine Beschützerin. Das geschah alles schon mal. Sie waren wie wir. Okay, das wussten wir schon. Das hat uns nicht weitergebracht. Der Orden trennte die Beschützerin von ihrem Träger. Sie wehrte sich und wurde festgenommen. In der Nähe eines runden Turmes. Sie brachten sie in eine Kapelle? Ja, Kapelle. In einer Festung. Und Basilius, wo war er? Das steht da nicht. Aber wir haben immerhin Hinweise. Eine Festung, ein runder Turm. Fantastisch. Sie kam. Wie ich gesagt habe, dann wären sie eher gekommen dann. Ja, wir hatten Glück. Schnell weg. Doch nie mehr auf. Vielleicht hören wir jetzt irgendwas mit. Dadurch? Riskant, aber das Wasser wird helfen. Dann los. Das Wasser? Lass das ja nicht tun. Vorsicht, nicht fallen! Verdorbenes Wasser, besiegle unsere Entschlossenheit. Um bei dir zu sein, Tag und Nacht. Ich fühle deine Krankheit. Ich teile deinen Schmerz. Wir beschützen dich. Wir kümmern uns um dich. Ich bin der Vater, der auf dich wartet. Ich bin die Mutter, die auf dich wartet. Komm zu uns, wenn du bereit bist. Wir sind es. Wie können sie in dem Wasser stehen? Sie begehren dieses Kind so sehr. Schade, dass sie sich so irren. Wie ich. Sie wissen noch nicht, dass sie sich irren. Sie werden traurig sein. Hugo, das, wovon du geträumt hast, gibt es wirklich. Du wusstest nur nicht, was es bedeutet. Doch, dass alles einfach wird und schön. Das heißt nicht, dass es nicht besser wird. Bist du sicher? Dein Traum hat uns eine andere Wahrheit gezeigt. Wir können sie nutzen, um alles zu verändern. Mag sein. Ja, alles wird besser. Ich glaube nicht dran. Erfahrungsgemäß wird alles immer schlechter. Das ist echt unangenehm. Ich wünschte, ihr hättet meinen Traum gesehen. Erst war er gruselig, aber dann kamen die Blumen.
Erzähl uns mehr davon. Bitte. Der Baum. Och, so gut. Seine Äste waren wie Haare. Er sah freundlich aus. Was noch? Das Wasser fühlte sich an, als bekäme es alles sauber. Nicht wie das hier. Wie schön, Hugo. Verdammt schön. Wir sind da. Das war... Verbring mal eine Woche mit meiner Crew. Erst dann weißt du, was Gestank bedeutet. Das eben reicht mir. Suchen wir diese Festung. Hugo? Da war keine Festung in meinem Traum. Mag sein, aber dein Traum hat uns hierher gebracht. Was wir nun alles wissen, fehlt uns nur noch der Rest. Willst du nicht wissen, was mit Elia geschehen ist? Und mit deinen Vorfahren? Alles wird gut werden. Können wir diese Stinkekleider ausziehen? Ja, das sollten wir. Blitzen. Glutlinie. Das klingt ja nicht so schön. Na bitte. Als wäre nichts passiert. Wir sind gut. Und du bist das listigste Kind, das ich jemals traf. Nun, du hast von keiner Festung geträumt. Also suchen wir den runden Turm, okay? Na gut. Und vielleicht wurde die Insel ja noch schöner geschmückt. Finde den runden Turm. Das war also... Ich weiß nicht einmal, was das war. Ich auch nicht. Aber wir haben eine Spur. Pragmatisch. Gefällt mir. Werfen wir einen Blick auf die Karte oder weißt du, wo dieser Turm ist? Warum nicht? Ziemlich beeindruckend alles. Aber ich kann nicht glauben, dass du im Kloster warst. Meine Mutter kam aus einer wohlhabenden Familie. Als sie erfuhren, dass mein Vater ein Schmuggler ist, wurde ich in ein Kloster geschickt, um mich von seinen Sünden zu befreien. Das hat offenbar nicht... Warte, ich habe eine Karte. Klappt. Ich wollte lieber als freie Sünderin leben. Also floh ich zu meinem Vater. Wir müssen aufpassen. Wenn mein Traum falsch war, kann noch mehr falsch sein. Hey, sieh dich um. Alles ist gut. Das ist Jahrhunderte her, stimmt's? Sie hat recht. Wir sind bei dir. So, ein runder Turm. Bestimmt auf der Karte markiert, aber wo finde ich die Karte, die ich noch nie benutzt habe im Spiel? An diesem hellen Tag feiern wir den Sohn der Glutasche mit unserem Leben, unserer Freude und der Einheit, die uns mit der Mutter verbindet. Möge das Licht unserer Seelen den Sohn aus seinem Tiefschlaf wecken. Möge es ihn zu unserer Gräfin, der hellsten aller Seelen, führen und ihr Herz erfüllen. Das Licht der runde Turm. Dies könnte der erste Tag eines neuen Zeitalters sein. Lasst uns feiern. Möge diese Nacht heller als der Tag werden. Edle Weine, edle Werkzeuge. Bitte
Da oben bei den Windmühlen waren schon. Wir sind da. Das Fest geht jetzt erst richtig los. Gehen wir hier durch. Das lohnt sich bestimmt. Sie sehen glücklich aus. Gesegnet sei der Sohn. Gesegnet sei die Mutter. Und die Tage, an denen er wiederkehrt. Schaut sie euch an. Die wissen, wie man feiert. Und wenn sie die Wahrheit wüssten? Das brauchen sie nicht. Ist auch besser für uns. Ich wäre so gern wie sie. Du darfst dich nicht unterkriegen lassen. Und wie mache ich das? Denk einfach an was anderes. Ein bisschen tanzen. Ja, wow, und was für eine Aussicht hier. Unser Turm, stimmt's? Naja, zumindest ein Teil davon. Hier ist alles so zumindest alt. Ist der Hund. Wie soll uns etwas davon weiterhelfen? Wir finden schon etwas. Die Vergangenheit stirbt nie, Hugo. Du hast sie in deinem Traum gesehen, nicht wahr? Und dieses Heiligtum hatte auch viel zu erzählen. Wir finden etwas in dieser Kapelle. Hoffentlich was Gutes. Oh, das Tor ist offen. Wir sind fast da. Hugo, warte. Würde mein edler Ritter den Turm für mich erobern? Was? Ich will sehen, wie du ihn stürmst. Nimm ihn ein. Los. Ja. Bleib in Sicht. Ja. Danke. Das ist nicht leicht für ihn. Ich wollte dich fragen, ob du dir bei all dem wirklich sicher bist. Es scheint ihn sehr zu belasten. Ich weiß. Und das tut es auch. Aber genau deshalb machen wir das alles. Hör zu, wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber ihr jagt Geister. Geister, die ihm Angst machen. Es war die Hölle, Sophia. Du kannst dir nicht vorstellen. Kann ich nicht. Aber braucht er wirklich mehr davon? Uns bleibt nichts anderes. Ich glaube dir. Gut. Ihr seid so langsam. Hey, sei nett zu alten Leuten. Du bist gar nicht so alt. Und? Gehört der Turm uns? Nein, abgeschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, sehen wir uns ein wenig um? Hier. Am Ende erobern wir ihn also doch. Übrigens ist Hugo der König und ich bin der Hauptmann seiner Wache. Du herrschst also darüber? Und du bist meine Schmugglerin. Ein königlicher Vertrag. Welch Ehre. Denk dran, wir müssen noch eine echte Festung erobern. Oh, stimmt. Die Festung und ihre Kapelle. Wann sind wir in Ungnade bei dem Grafen gefallen? Mir nach. Das war doch schon. Es klingt so, als müssten wir wieder in die Festung vom Grafen uns reinschmuggeln. Und bei der. Beim Heiligtum klingt das auch so, als wäre hier irgendwie. Irgendwas hier durch. Nicht richtig. Nein, da nicht lang. Hier geht's runter. Alles klar. Tja, jetzt sind wir festgegangen. Kletter zuerst. Ja.
bloß hier entlang. Können wir doch bestimmt irgendwie durch. Vielleicht irgendwie durchschießen oder so. Ah, ja. Wir müssen springen. Gut, gut. Aber ist da irgendwas? Und hier ist eine Treppe. Hinaus. Ich glaube, das war's. Gehen wir? Ja, gehen wir weiter. Das war dieses. Wenn du hier weiter gehst, geht das Spiel weiter. Die Festung. Hoffentlich liegen dort nicht so viele Schriften wie hier im Heiligtum. Scheint jedenfalls nicht so verlockend. Graf und Gräfin haben sicher nicht in den Notizen gewühlt. Für sie sind diese Schriften viel zu heilig. Das finden wir nur auf eine Weise raus. Ja. Gehen wir. Was ist los? Ein Sturm zieht auf. Wie kommst du darauf? Vertrau mir. Er ist traurig. Alles wegen eines Traums. Wann hat dir zuletzt ein Traum die Welt bedeutet? Als ich aufhörte, ein Kind zu sein. Das ist traurig. Hey, das ist eine schöne Blume. Möchtest du sie? Natürlich. Es gab eine Zeit, in der ich die Blumen bekam. Die Zeit verfliegt, Süße. Sie werden groß. Na schön. Gehen wir zu dieser Festung. Los. Bleiben wir doch. Ich mag es hier. Hier bleiben hilft dir nicht, Hugo. Wir müssen weiter. Und ein Sturm wird aufziehen. Sag mal, Hugo, hast du einer jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Nein, ich mag jetzt Federn lieber. Das Leben wird immer spannender. Erst Blumen, dann Federn. Federn sind besser. Warum? Weil man damit fliegen kann. Kapiert. Aber flieg jetzt bitte nicht weg. Kleines Problem hier. Wie kommen wir da rüber? Sehen wir da unten nach. Voller Würmer. Nicht so nah ran. Die Brücke sieht ziemlich brüchig aus. Bringen wir sie zum Einsturz. An der Stange ist ein Seil und ein Haken.
dachte, ich muss drauf schießen. Vielleicht mit der Armbrust? Möglichkeit. Ja, wird es funktionieren? Hoffentlich. Oh! Tja, hat geklappt. Na, das nenne ich ein Geschenk des Himmels. Hält das? Solange du nicht springst? Oh, dieser Ausblick. Wirklich schön. Vermisst du schon das Meer? Noch nicht, aber das kommt noch. Aber du gehst jetzt nicht, oder? Nein. Erst, wenn ich mit deiner Schwester quitt bin. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Ja, zum Glück. Oh ja, ich auch. Oh, seht mal. Da ist unsere Festung. Sie ist groß. Und unheimlich. Das Gebäude links sieht aus wie unsere Kapelle, oder? Ja, denke schon. Perfekt. Folgen wir weiter der Küste. Amicia, das Blut. Oh nein. Oh, zu festen. Eine Leiche. Was? Er ist festgekettet. Wir müssen zurück. Wie, jetzt kommen wir. Nein, wir müssen zu dieser Kapelle. Amicia, wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Das ist nicht der erste Tod. Kletter hoch. Ja. Ich will sehen.